Ja, 6 Essen, ein bisschen Gold. Ja, jetzt ist die gute Sache eben die, dass wir zuerst nach Turmweiler sollten. Und dann, ja, eigentlich sollten wir zuerst zum Schwarzjoch. Gut, um mal was Episches zu zeigen eben. Du siehst ein Lager mit einem Wagen und zwei Menschen am Wegesrand. Hinter ihnen ragt, etwa eine halbe Tagesreise entfernt, das Schwarzjoch hoch über einem dichten, dunklen Wald empor. Bleibe stehen und beobachte die Szene weiter. Geh zu den Menschen, spreche mit ihnen, ignoriere das Lager und setze die Reise fort. Bleibe stehen und beobachte die Szene. In der Nähe des Planwagens und Gasen. Du erkennst die Formen von Kisten und Fässern auf dem Wagen. Die zwei Menschen tragen gepflegte Kleidung und sitzen an einem großen Lagerfeuer. Sie scheinen euch noch nicht bemerkt zu haben. Ja, sprechen wir mal mit ihm. Du möchtest nicht, dass sich die Menschen vor euch erschrecken. Deswegen sprichst du sie an, als ihr noch viele Meter entfernt seid. Hallo, Freunde. Ist da noch Platz am Feuer? Die beiden Händler schauen auf und zucken sichtbar zusammen, als sie die drei Zwerge erblicken. Ah, hallo. Ja, natürlich. Dir entgeht nicht, dass ihr den Händlern Unbehagen zu bereiten scheint. Doch du gehst auf ihr Angebot ein und setzt dich. Die Zwillinge folgen deinem Beispiel. Wir sind nur Reisende. Wir suchen jemanden, der hier am Schwarzjoch leben soll. Einen Einsiedler. Jemand soll hier leben? Die Händler wechseln einen verblüfften Blick miteinander. Wer hier lebt, muss verrückt sein. Normalerweise würden wir hier nicht mal rasten, aber die Pferde sind zu erschöpft. Wir sind erst mit Verspätung aus Porista abgereist und haben sie wohl zu hart getrieben. Warum reitet euch das Schwarzjoch Unbehagen? Warum bereitet euch das Schwarzjoch Unbehagen? Es sieht nicht gerade einladend aus, aber es ist nur ein Berg. Nur ein Berg? Du kennst die Legende nicht? Der Händler schaut dich und die Zwillinge fragend an, doch ihr schüttelt alle den Kopf. Das Schwarzjoch war einst als Wolkenberg bekannt und ragte bis in den Himmel. Die obersten Hänge aus purem Gold und der Gipfel von Schnee bedeckt. Die Menschen wollten an diesen Reichtum gelangen, doch durch die glatten Hänge und den blendenden Gipfel war der Aufstieg unmöglich. Sie riefen die Zwerge zu Hilfe. Ihnen gelang es, sich durch den Wolkenberg nach oben zu graben. Sie hüllten ihn aus und trugen das Gold ab. Die Menschen verlangten, den Schatz zu teilen, doch die Zwerge weigerten sich. Und als sie stritten, erbebte der Berg. Die Löcher in seinem Inneren waren zu zahlreich, sodass er einbrach und die Gierigen unter sich begrub. So verlor der Berg seine Größe und Schönheit und verfolgt seitdem Menschen und Zwerge mit seinem siechenden Hass, durch den mit der Zeit der Fels selbst schwarz wurde. Ha, nie davon gehört. Klingt nach Menschengeschwätz. Zwerge würden einen Berg nie so aushöhlen, dass er einstürzt. Ihr kommt aus Porista? Ihr kommt aus Porista? Wie ist die Lage dort? Alles beim Alten, würde ich sagen. Naja, abgesehen vom Wissbegierigen. Du kennst Nudin, den Wissbegierigen. Lord Ionan hat ihn dir vor vielen Jahren einmal während eines Besuchs vorgestellt. Was ist mit ihm? Ach, nichts weiter. Nur Gerüchte. Du nickst dem Händler knapp zu, dass er fortfahren soll. Er verhält sich merkwürdig und verschwindet tagelang in seinem Turm. Und er soll krank aussehen, meinte ein Bekannter von mir. Vielleicht ist ihm ein Zauber misslungen. Du siehst auch nicht gerade hübsch aus. Okay, und jetzt zeig mal euer Angebot. Jo, Essen brauchen wir auf jeden Fall. Wir verkaufen jetzt erst einmal die Tränke, denn die benutze ich so gut wie nie. Da ich vor allem eher die Gegenstände benutze. So. Und dann nehmen wir mal all euer Essen. Zeit, ein Nachtlager aufzuschlagen. Als ihr später in der Nacht nach einer gemeinsamen Mahlzeit und einigen freundlichen Gesprächen am Lagerfeuer beschließt, euch schlafen zu legen, übernimmst du die erste Wache. Es ist eine Nacht ohne besondere Ereignisse und am nächsten Morgen brechen die Händler bereits früh auf. Nach einem Frühstück macht auch ihr euch wieder auf den Weg. Jo, das müssten die Händler jetzt sein. Den könnten wir folgen, aber es geht jetzt zum Schwarzjoch. Nach einem Marsch durch den dichten Nadelwald erhebt sich das Schwarzjoch, der unheimliche Tafelberg und das Ziel eurer Reise vor euch in die Höhe. Aus nächster Nähe wird dir die beeindruckende Größe des Bergs bewusst, selbst ohne typischen Gipfel. Ja. Jetzt kommt mal wieder ein jetzt kommt zum ersten Mal wirklich ein Rätselgebiet. Wobei, wir hatten ja so ein kleines, wo wir die Leichen abgesucht haben.
Aber das war's auch schon. Und hier ist es neblig. Bist du dir sicher, dass dieser Famulus hier wohnt? Laut Lot Ionan, ja. Obwohl du dich bemühst, viel Zuversicht in deine Stimme zu legen, siehst auch du keinerlei Anzeichen dafür, dass hier jemand lebt. Keine Burg, keine Tunnel, kein Lager. Hier ist nichts außer dem Berg. Man müsste sich eben genau umsehen. Tu das, Gelehrter. Wir werden so lange hier warten. Du willst protestieren, doch letztlich wäre jedes weitere Wort Verschwendung. Ja. Wie können wir mit ihnen reden? Schon was gefunden? Ein verstecktes Lager, einen geheimen Eingang, Gold? Nein, bisher nicht. Ja. Das wird er immer wieder fragen. Deswegen stapfe ich jetzt einfach mal hier durch den Nebel. Und finde hier einen Riss. Hier komme ich nur ein Stück nach oben. Es muss einen besseren Weg geben. Ja, hier ist ein Baum. Ein alter Baum. Sieht aus, als wenn er jeden Moment umstürzen würde. Dann helfen wir doch mal nach. Na also. Mit der Axt. Und es geht nach oben. Betrachte die Steilwand. Zu steil, da kann ich mich nirgends festhalten. Dafür aber hier. Hier sollte ich hochkommen. Oh, puh, das war knapp. Okay, neuer Versuch. Hoffentlich lohnt sich das alles. Jetzt können wir ja hier etwas gemütlicher hochklettern. Definitiv eine Felswand. Da hinten ist auch noch eine Felswand. Ich glaube, da war das, was wir öffnen können, oder? Hier ist etwas eingraviert. Überrascht stellst du fest, dass es sich um Runen in der Zwergensprache handelt. Ja, die gucken wir uns gleich an. Erst will ich mir da hinten noch das Gebüsch angucken. Hier ist ein... Nein, doch nicht. Da ist kein Durchgang, leider. Ich sollte mich hier erstmal umschauen, bevor ich wieder runterkletter. Genau. Also lesen wir die Runen. Gehen ins Schwarze. Erbaut mit dem Blut unserer Feinde. Sei unnachgiebig wie der Fels und tränke das Land in ihrem Blut. Hm? Tja, da ist wohl der Eingang. Hallo? Ja, und hier ist es etwas dunkel. Meister Goren? Lord Ionan schickt mich, um Ihnen einige Gegenstände zurückzubringen. Er ist nur nicht hier. Meine Nachforschungen sind praktisch beendet. Das bedeutet, ich kann jetzt endlich zu meinem Sonnenschein ziehen. Ich war zwar noch nicht in Grünhain, aber ich glaube, es wird mir dort gefallen. Ich habe vor meiner Abreise meine wertvollsten Besitztümer im Grab des Horengard deponiert. Das magisch gesichert, das Passwort ist... Die folgenden Wörter erkennst du als Runennamen, aber sie sind in der Gelehrtensprache geschrieben. Daher weißt du nicht, um welche es sich handelt. Grünhain. Na toll. Ja. Kann ich mir die Lampe mit dem magischen Feuer nehmen? Oh, jetzt habe ich den Text übersprungen. Du siehst Skizzen und Notizen zu den architektonischen Merkmalen, Statuen und Wandreliefs. Anscheinend hat Goren viel Zeit damit verbracht, diesen Ort zu studieren. Vielleicht ist er eine Art Zwergenhistoriker. Oder ist er einfach ein Schatzsucher? Hm. Naja. Leider kann ich das Ding nicht mehr anzeigen, aber ich kann noch mal ganz kurz auf die Questablenkung im Süden zurückgreifen. Ihr konntet die
Ihr konntet gute Namen verteidigen und habt euch den Respekt der Bewohner verdient. Eine kleine Gruppe von Orks hat sich nach Südosten abgesetzt, unter ihnen auch der Anführer der Orks. Bis ihr ihn nicht getötet habt, wird der Südosten keine Ruhe finden. Die Ork-Horde, die guten Namen angegriffen hat, ist nicht mehr. Sie haben eine Spur des Leids hinter sich gezogen, aber ihr habt ihren Marsch ein für alle Mal beendet. Ihr konntet ein Dorf vor den Grünhäuten retten. Nicht jeden Dorfbewohner, aber doch viele. Die Überlebenden werden von diesem Tag an anders über Zwerge denken. Ja, und dann hatten wir noch Not-On, den Zweifachen. Du hast erfahren, dass die Orks aus Troboribor gemeinsame Sache mit den Alben aus Zon-Balsur machen. Jemand namens Not-On, den der Alp-Sintoras als Herr des Totenlandes bezeichnet, will für Ablenkung im Süden sorgen. Ablenkung wovon? Du nimmst dir vor, Augen und Ohren offen zu halten. So, dann entzünde ich mal noch mehr. Ist da jemand? Ja, Geflüster. So, dann bringen wir mal endlich etwas Licht. Du suchst Gorens Vorräte. Es sieht aus, als hätte Goren eine Zeit lang in der Festung gelebt. Er scheint diese jedoch bereits vor einigen Mondumläufen verlassen zu haben. Nimm etwas Proviant mit. Es wäre nur schade, wenn die Vorräte verderben würden. Ja, sie sind zurückgelassen worden und wir können sie eher gebrauchen. So, gibt es hier drüben was zum Erzünden? Betrachte den Sarkophag. Ein Sarkophag? Vielleicht lässt er sich öffnen. Ja, indem wir Runen entzünden. Aber erstmal das Wichtigste. Lorimburs sind nicht nur so unbeugsam wie ein Berg, sondern auch so zerstörerisch wie eine Lawine und werden genauso unbarmherzig über die niederen Stämme herfallen. Die vier sollen keine Erlösung bei Vrakas finden, sondern ewige Verdammnis, sodass sie zwischen den Welten unbeschreibliche Qualen leiden. Du hast von den Zwergen Hassan gehört, doch es ist das erste Mal, dass du ihre hasserfüllten Texte liest. Dir wird übel und du wendest den Blick ab. Ja. Gut, wir können noch die Treppe hochgehen. Ja. Lorimbur, der Stammvater der Dritten. In vielen Aufzeichnungen über die fünf Zwergenstämme wird über die Dritten nur spärlich berichtet. Und wenn, dann nur mit Abscheu. Sie werden Verräter genannt. Oder Schlimmeres. Ja. Es scheint, selbst die Dritten verehren Vrakas. Aber bei jedem anderen Stamm wäre sein Schrein der größte, nicht die Statue des Stammvaters. Ein paar Goldmünzen liegen in der Schale vor dem Schrein. Ja, klar, wir werden unseren eigenen Gott bestehlen. Lieber geben wir ihm etwas ab. Kann nicht schaden. So, 25 Erfahrungspunkte sind schon mal nicht schlecht, weil Gold haben wir eh genug. So, und dann fehlt nur noch das Rätsel hier unten am Sarkophag. Untersuche die Runen. Geboren aus dem Stein, geschmiedet im Kampf. Erhebe dich neu geboren aus dem Blut der Feinde. Du bist dir nicht sicher, ob du wirklich wissen möchtest, womit dieses Becken einst gefüllt war. Der ganze Ort erweckt den Eindruck, als sollte sich ein anständiger Zwerg hier nicht aufhalten. Nee, deswegen gucken wir, dass wir bald wieder verschwinden. Wir wollen nur noch die Vorräte hier rausholen. Oh, eine magische Markierung. Vermutlich von Goren.
Ja, genau, das ist nämlich so ein Rätsel. Die dürfte jetzt auch gleich wieder ausgehen, weil es die falsche war. Genau, es sind nämlich 4 Runen und es gibt eine Kombination. Das dürfte nicht so schwierig sein. Die erste haben wir ja schon mal gefunden. Wir können auch schnell den Sarg noch untersuchen. Nein, das klappt definitiv nicht. Also versuchen wir es noch mit der letzten Rune. So. Ach, das war's. Und holen uns das raus, was da drin ist. Gorens wertvollste Besitztümer. Die Briefe seiner Geliebten. Ein Seidenschal, der wohl ihr gehört. Und ein Medaillon. Nimm das hier in der Jorm mit. So, jetzt haben wir neuen Gegenstand. Erhöht den Schaden bei Spezialattacken um 20%. Was auch nicht schlecht ist. So, und damit können wir einen meiner Meinung nach unheimlichen, aber doch atemberaubenden Ort. Also ich finde die Atmosphäre hier drin, die passt richtig. Oh, da ist noch Gekritzel, was wir betrachten können. Du hast Schwierigkeiten, die Schmierereien zu entziffern. Hm. Schmeiß die ersten in die Esse, schlag die zweiten zu Brei, die vierten sind... Der Rest ist unleserlich. Na, Gott sei Dank. Oh, noch eine Feuerschale zum Entzünden. So, und dann verlassen wir diesen Ort. Gehen zu den anderen beiden zurück und speichern dann mal auf der World Map. So, runterklettern. Das wird netterweise ein bisschen... Betrachte den Wald. Selbst der dunkle Nadelwald scheint Angst vor dem schwarzen Berg zu haben. Ja. Und Gelehrter, was haben deine Nachforschungen ergeben? Es gibt eine verlassene Festung im Berg und ich glaube, sie gehörte den Dritten. Boendils Augen verengen sich. Den verdammten Zwergentötern? Eine Festung der Dritten? Hier? Mitten im geborgenen Land? Wir müssen Großkönig Gundrabo darüber informieren. Die Festung ist schon lange verlassen, wie es scheint. Außerdem kann ich nicht nach Ogatod, bis ich meinen Auftrag erfüllt habe. Goren ist in Grünhain. Was will der Großkönig wirklich von mir? Warum wollt ihr mich unbedingt zu ihm bringen? Also gut. Es geht um die Wahl des neuen Großkönigs. Gandogar, der König der Vierten, ist mit seinem Gefolge in Ogatod und soll den Thron besteigen. Aber unser amtierender Großkönig Gundrabur will das verhindern. Er befürchtet, Gandogar will einen Krieg gegen die Elben anzetteln. Was habe ich damit zu tun? Wie könnte ich Gandogar aufhalten? Aber was habe ich damit zu tun? Boindil will etwas sagen, wird aber mit einem Stoß in die Seite von seinem Bruder zum Schweigen gebracht. Großkönig Gundrabur wird dir alles erklären, wenn es soweit ist. Du blickst misstrauisch von einem Zwilling zum anderen. Boindil hat eine Unschuldsmiene aufgesetzt und Boindal macht nicht den Eindruck, als wolle er auch nur ein weiteres Wort zu der Angelegenheit verlieren. Warum will Gandogar die Elben angreifen? Was hat dieser König Gandogar gegen die Elben? Zwerge und Elben können sich nicht leiden, das ist einfach so. Vrakas und Sitalia haben unsere Völker so geschaffen. Das weiß ich, aber deswegen einen Krieg führen? Nach all der Zeit? Es muss mehr dahinter stecken.
Es heißt, der König der Vierten sei hasserfüllt und in dieser Angelegenheit ein Hitzkopf. Was wisst ihr über die Dritten? Eine Festung der Dritten, hier im Herzen des geborgenen Landes. Das ist bemerkenswert, oder? Und beunruhigend. Aber sie waren schon immer verschlagen. Sie agieren in den Schatten und töten auch dort, wenn es ihnen gelingt. Du kennst ihre Geschichte? Ich habe davon gelesen. Lorimbur, ihr Stammvater, hat den Namen, den Vrakas ihm gegeben hat, abgelehnt und somit keine handwerkliche Gabe von ihm erhalten. Also studiert sein Stamm den Krieg. Das hilft ihnen, den Osten zu verteidigen. Aber es brachte sie auch dazu, sich gegen die anderen Stämme zu stellen. Kein Zwerg würde auch nur auf den Gedanken kommen, seinesgleichen zu verletzen oder gar zu töten. Doch die Zwergentöter sind stolz darauf. Als sie noch mächtig waren, wollten sie sich zu den Herrschern der Zwerge machen. Sie beneiden uns um unser Können. Man hat lange nichts mehr von ihnen gehört, aber du kannst dir sicher sein, dass es keinen Zwerg gibt, der sie nicht hasst. Wie auch immer, euer Großkönig muss warten. Ich habe einen Auftrag in Grünhain zu erfüllen. Aber unser Auftrag ist... Boindil hebt beschwichtigend die Hand und wirft sich bereits den Rucksack auf den Rücken. Lass gut sein, Bruder Herz. Sieh ihn dir an. Er hat seinen Entschluss gefasst und du wirst diesen Zwergen-Dickkopf nicht umstimmen. Du kannst dir ein Grinsen nicht verkneifen. Jo. Also setzen wir den Weg fort. Aber jetzt speichern wir dann gleich erstmal. Jo, Level Up für Boindil. Tongdil braucht noch ein bisschen. Gut, das heißt, wir müssen nach oben, nach Grünhain. Können aber vorher diesen kleinen Umweg hier nehmen. Und auch nach da hinten, nach Hufanga und nach Talburg reisen. Aber jetzt speichern wir erstmal. So, ich nehme einfach Let's Play 002 als neuen Spielstand. Also eigentlich LP 002. Ist leichter, als dauert das auszuschreiben. Und dann sehen wir uns gleich wieder.